Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir 3 Updates, 9 neue Mods und eine wunderschöne neue Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Abonnenten, die dem Kanal die Treue halten und natürlich an Babai82 für die Mitgliedschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch. Das heutige Video wird präsentiert von Jenny. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du eine Hofkönigin bist. Wir starten wie immer mit den Updates und zwar kommt das erste Update für den Krone Comprima F155XC vom ARM-Team, Downloadgröße 6,13 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, aktualisiert für Version 1.6.0 und neue 3D-Tonabnehmerbänder. Das nächste Update kommt für die Karte Rombotsstraße von JM Gaming, Downloadgröße 238,06 MB in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Probleme mit Schwartpräsenz und Grasschnitt behoben, Bodentexturpaket hinzugefügt, Tierwelt hinzugefügt, Greifvögel und Schmetterlinge. Alte Spielstände sind nicht kompatibel, hier ist also ein neuer Spielstand notwendig. Und dann kommen wir zu dem letzten Update und jetzt kommt sie nochmal, die Small Cow Farm, die kleine Kuhfarm von ABT Frankie, Downloadgröße 25,68 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Die ist zwar gestern als Update gekommen, hatte aber keinen Changelog, der wurde nachgereicht und der lautet, ich habe eine kleinere Verkaufsstation und sogar eine zusätzliche Verkaufsstation hinzugefügt. Ich habe auch BGA hinzugefügt, ich habe meinen PDA aktualisiert. Jetzt gibt es in New Farmer eine Ernte im 13. und 14. Feld. Du kannst jetzt zu den Kühen gehen, aber es gibt nur ein Tor um Fütterungsteil. Ich habe einige Bäume und Büsche gefällt. Ich habe die Düngerladung repariert. Ich habe den Mist- und Gülletank hinzugefügt. Viel mehr. Ich finde diese Changelogs von ABT Frankie immer sehr komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, hier ist sie jetzt und für alle Plattformen. Mit dem neuen Update. Und damit kommen wir zu der neuen Karte und zwar heißt diese Rennebu, diese kommt von Ola Haldor, Downloadgröße 486,34 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Karte benötigt das norwegische Gebäudepaket, das ebenfalls heute im Giants Mod Hub freigegeben worden ist und zwar mit der Downloadgröße von 234,27 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Wir werden uns dieses Gebäudepaket natürlich ein bisschen genauer angucken, wenn wir dann über die neuen Mods sprechen. Der Text zur Karte sagt, das üppige Tal von Rennebu ist einladend und lädt zu jeder Art von Arbeit ein. Ackerland, Viehzucht, Forstwirtschaft. Die Karte basiert auf einem kleinen Teil des realen Orts Rennebu in Norwegen. Die Bauernhöfe und Wirtschaftsgebäude sind echt und an ihrem realen Ort platziert. Die spielbare Fläche beträgt 8x8 Kilometer. Alle Produktions- und Verkaufspunkte befinden sich an ihren realen Standorten mit nur ein paar Änderungen für ein besseres Gameplay. Der Tierhändler gibt es in der Realität nicht, aber es war sinnvoll, dieses Gebäude zu verwenden, da es sich an einer zentralen Stelle auf der Karte befindet. Die Brücke in der Nähe des Tierhändlers ist etwa doppelt so breit wie die echte Brücke, damit man sie auch mit größeren und breiteren Geräten überqueren kann. Die Bäckerei ist keine Bäckerei im eigentlichen Sinne. Sie verfügt über einen Steinofen, der von der Gemeinde gemietet werden kann und vor allem vor Feiertagen stark frequentiert ist. Die meisten Gebäude sind platzierbar und haben eine Farbauswahl, mit der du deine eigene Farm auf einem leeren Grundstück bauen kannst. Dies ist die erste Version der Map, mit genug, um loszulegen und die Landschaft zu genießen. In zukünftigen Updates wird es neue Gebäude geben. Auf der Karte finden Sie 143 definierte Felder, 28 forstwirtschaftliche Flächen. Der Fluss, der durch das Tal fließt, kann zum Auffüllen von Wasser genutzt werden. Noch keine Sammelobjekte. Produktionen verfügbar, Sägewerk, Schreinerei, Getreidemühle und Bäckerei.
Geplante Produktionen in der Zukunft, Molkerei, Spinnerei und Schneiderei. Die übrigen Produktionsarten werden der Karte nicht standardmäßig hinzugefügt, da es keinen natürlichen Standort für sie gibt, da sie im wirklichen Leben nicht existieren. Die Karte ist Ihr Sandkasten und Sie können Ihre eigene Produktionsstätten kaufen, wenn Sie andere Pflanzen anbauen wollen, als die, die es in der Gegend zu finden gibt. Verkaufsstationen, Tierhändler, Gemischtwarenladen, Getreidemühle, Sägewerk und Schreinerei. Der saisonale Wachstumsplan wurde angepasst, um der Region im Realen näher zu kommen. Wie schon gesagt, die Karte benötigt die Mod Norwegische Gebäudepaket. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, dann kommen wir hier raus. Das ist gerade der Fahrzeughändler. Das ist dieses Gebäude hier mit der Werkstatt innen drin. Wenn wir auf die PTA gucken, dann sehen wir, wie die angelegt ist. Also wir haben den Fluss, der quer durch die Karte geht. Und wir haben natürlich hier unten das Tal und rechts und links sind die Berge. Wenn wir als neuer Farmer starten, gehört uns einiges an Land. Und zwar einmal das Landstück 44, dann dieses Waldstück hier und dann das Feld 102 und 103. 102 und 103 zusammen sind ca. 5 Hektar. Dann das Waldstück, das ist ca. 13 Hektar. Und dann haben wir noch das Feld 44. Das ist auch 5,5 Hektar groß. Wie schon angetönt, ist der Aussaatkalender natürlich angepasst worden, sodass er sich dem norwegischen Klima angepasst ist oder ja natürlich das widerspiegelt. Wir können sehen, dass Zuckerrohr und Baumwolle und Trauben nicht aufgeführt sind und es gibt keine weiteren Zusatzfrüchte. Aufträge sind vorhanden und wenn wir jetzt erstmal kurz zu der Startfarm hingehen, gehen wir mal zum Farmhaus hin. Das ist unser Farmhaus. Hier ist einiges an Equipment, was schon da zu sehen ist. Wir schauen uns das Equipment dann im Einzelnen natürlich später an. Hier haben wir einen Schuppen und dieser Schuppen hat hier also sogar noch die Werkstatt eingebaut. Dann haben wir hier drüben haben wir, und hier kann man sehen, dass die Tür geöffnet werden kann. Hier haben wir unseren, ich glaube, Kuhstall. Hier gibt es eine Produktion und zwar, wenn man hier draufklickt, dann kommt diese Grimme oder Orgel hier raus. Das ist ein Überladetrigger und zwar kann hier hergestellt werden und das ist die eine Produktion, die hier eingebaut worden ist. Das ist die Silageproduktion. Hier wird Gras eingefügt und es wird Silage produziert. Des Weiteren haben wir hier den Abladetrigger für das Futter, für die Kühe. Wir können auch immer wieder überall sehen, dass es da Big Bags gibt. Hier auch. Hier gibt es Paletten. Die sind alle nutzbar. Ich möchte noch hinzufügen, dass diese Ballen hier drin auch nutzbar sind. Also hier haben wir das Pferdefutter. Das ist nutzbar. Das sind die Ballen, die sind auch nutzbar. Und diese Ballen sind auch nutzbar. Das ist schon mal eine sehr coole Sache. Hier haben wir den Kauftrigger und das sind für die Schafe. Ach so, das sind Schafe. Also das ist nicht für das nicht die Kühe, sondern es ist der Schafstall. Anders als in den bisherigen Gebäuden, die wir gesehen haben im LS22, ist dieser Schafstall nicht betretbar. Also wir können hier nicht reingehen. Das ist also, wenn wir die Tiere hier kaufen, sind die quasi virtuell in dem Stall innen drin, aber wir haben keinen Zugriff dazu. Dann haben wir hier ein weiteres Gebäude. Hier haben wir einen natürlich Gülle-Lager. Und hier haben wir unseren Kuhstall. Das ist jetzt der Kuhstall. Dafür brauchen wir auch die Silage dann. Und hier ist natürlich der Futterablagentrigger und hier ist die Milchabholpunkt. Das ist auch nicht betretbar, also diese Gebäude sind nicht betretbar. Des Weiteren haben wir hier noch zum Hof gehörend eine Pferdeweide für 8 Pferde. Ja, das ist auf jeden Fall mal das, was zu unserem Hof jetzt gehört, was Equipment und Gebäude angeht. Wir schauen uns mal das Equipment an, was standardmäßig zum Hof gehört. Und zwar haben wir zum einen den John Deere 6120, wir haben den Rigitrack SKE 50 Electric, dann haben wir den 7810er von John Deere, wir haben einen Frontlader, den haben wir kurz gesehen, wir haben den Pickup, wir haben zwei Velga Anhänger und zwar in der DK
115 Ausführungen. Wir haben einen Grubber, wir haben eine Seemaschine, wir haben ein Güllefass, wir haben ein Seitenmähwerk, wir haben einen Wender, einen Schwader, einen Ladewagen, eine Ballenpresse, einen Ballenwickler. Also wir haben alles, um die ganze Grasarbeit erledigen zu können. Dann haben wir einen Holzanhänger. Wir haben einen Frontlader, wir haben etwas an Frontladerwerkzeugen, dann haben wir ein Gewicht und wir haben noch eine Schneeschaufel. Die eingebauten Produktionsstätten finden wir zum einen hier, das ist die Schreinerei aus Rennebu, dann haben wir hier die Bäckerei, dann haben wir hier unten das Sägewerk. Ja, das ist das, was erstmal standardmäßig als Produktionsstätte verbaut ist. Dann haben wir die Lade- oder Kaufpunkte. Das ist Elektroladestation, Tankstelle, Elektroladestation nochmal und hier ebenso. Hier oben haben wir dann auch nochmal eine Elektroladestation und eine Tankstelle. Dann haben wir die Abladestation, Verkaufspunkte. Das ist der Gesteinbrecher. Dann gibt es hier nochmal zwei Gesteinbrecher. Und das ist das, was hier zu sehen ist. Wir gehen mal hier hin zu diesem Gerät hier. Das ist der Rigitrack Electric Plus, den Forstanhänger, der zu uns gehört. Das ist also unser Forstgebiet. Das sieht sehr schön aus hier, wie eine schöne Heide. Richtig cool gemacht, auch mit den Wildpflanzen hier. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Der Verkaufskatalog zeigt an, dass alle anbaubaren Früchte verkauft werden können und auch alle Produktionen aus den Produktionsstätten können verkauft werden. Es gibt eine kleine Ausnahme und zwar ist das der Stoff. Aber das ist ja gesagt, das soll ja dann noch nachgeliefert werden in einem zukünftigen Update. Wir gehen natürlich in den obligatorischen Überflugmodus. Und ja, ich bin begeistert. Die Karte ist extrem schön. Das ist die Hauptstraße, die E6, die da durchfährt. Dann haben wir hier rechts und links die Felder. Hier haben wir zwei Gesteinbrecher oder Kiesgruben. Also dieses Flair, wenn man da rüber guckt, das ist wirklich schon fast schweizerische Landschaft. Aber richtig, richtig schön gemacht. Natürlich bleibt noch zu testen, weil wie sich die Karte dann bewährt auf in den normalen Spielzyklen drin. Aber auch hier sehen wir diese Bergwege oder die Waldwege, die dann hier hochführen auf den Berg. Das ist nicht von ohne, das ist richtig steil. Und das landet dann hier auf diesem Platz, ne? Also da hat man einiges an Fahrt auf vor sich, wenn man dies entsprechend nutzen möchte. Also, ich bin begeistert, wirklich begeistert von der Detailarbeit. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod CF Fertilizer Pack. Dieses kommt von Landyman Modding, Downloadgröße 22,71 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. CF Fertilizers ist ein Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das eine breite Palette von Düngemitteln herstellt. Wir haben hier zum Beispiel Nitram, Double Top, Single Top, Sulfur, Nitrosulfur, Master Sulfur, Cod Sulfur, Heartland Sulfur und Primacod Sulfur. Das sind diese, die man kaufen kann, haben jeweils ein Füllvolumen von 1000 Litern und kosten jeweils 1820 Euro. Es ist egal, welchen ihr nehmt, es ist natürlich einfach Dünger, Mineraldünger, den ihr aus Feldkern bringen könnt. Ist aber schön, dass wir diese Variation haben. Wir kommen zum West-Anhänger. Dieser kommt vom ARM-Team, Downloadgröße 7,71 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kriegen wir hier mit zwei Anhänger einmal den 10-Tonnen-Anhänger, der hat ein Ladevolumen von 12,9 Kubikmeter, hat ein Gewicht von 6,9 Tonnen, ein maximales Zuladegewicht von 11,1 Tonne und kostet 10.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden vom Kornaufbau zum Silageaufbau, welcher dann ein Volumen von 22,2 Kubikmeter bietet. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein, Lizard und Trelleborg. Dann gibt es Reflektoren, die angebracht werden können. Dann gibt es Design-Kotflügel, einmal hinten, einmal alle Kotflügel oder keine. Dann gibt es noch eine Abdeckung. Und natürlich die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Der Mietpreis in der Standardausführung liegt bei 510 Euro.
Dann haben wir den 12-Tonnen-Anhänger. Der hat ein Zuladevolumen von 15,3 Kubikmetern, ein maximales Zuladegewicht von 15,1 Tonne, wiegt ebenfalls 6,9 Tonnen und kostet 24.000 Euro. Auch hier kann die Konfiguration geändert werden auf Silageaufbau, welches dann ein Volumen von 27 Kubikmeter bietet. Alle anderen Einstellungen haben wir schon gesehen, auch die Abdeckung. Und natürlich die Haupt- und Felgenfarbe hat man natürlich auch schon gesehen. Der Mietpreis bei diesem ist bei 1224 Euro. Wir kommen zum Autoload-Paket für kleine Flachbettanhänger. Dieses kommt von MacTrucker 921 in der Downloadgröße von 14,35 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir was Ähnliches schon gesehen. Das ist auf jeden Fall erstmal die Autoload-Funktion für diesen kleinen Flachbettanhänger. Einmal für 1,20 Meter Quaderballen, dann gibt es die Autoload-Funktion für die normalen Quaderballen und die normalen Rundballen. Dann gibt es noch jeweils eine für die Rundballen in Baumwolle und Rundballen und Quaderballen Baumwolle. Wir schauen uns mal diesen standardmäßigen hier an. Der kommt mit einem Gewicht von 3,8 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 18 Metern. Da sehen wir gleich warum. 24 km/h ist immer Arbeitsgeschwindigkeit. Nimmt Ballen auf, in diesem Falle von 125 bis 180 cm, was Rundballen sind, und 120 cm bis 240 cm, was die Quaderballen sind. Der Preis 15.500 Euro. Körperkonfigurationen gibt es Flachbett, dann natürlich die Autoload-Funktion, dann gibt es den Kipperaufbau, der hat ein Volumen von 24,5 Kubikmeter. Dann gibt es noch die Protokollgabeln, dann einen Flüssigkeitstank mit einem Volumen von 25.355 Litern. Und an diesem können wir jetzt dann noch anbauen, den Gülleverteiler, womit wir jetzt auch die Arbeitsbreite aufgeklärt haben. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Nokian Tires und Trelleborg. Dann gibt es Kupplungskonfigurationen flacher Rahmen und einmal deren flachen Rahmen mit Heckkraftheber, was eigentlich nicht ganz richtig ist. Hier ist dann halt einfach noch eine Kugelkupplung dran. Die Rahmenfarbe kann gewählt werden aus der riesengroßen Farbpalette hier. Dann die Körper- und Lokgabelfarbe ist natürlich nur, wenn man den Aufbau drauf hat, kann aus derselben Farbpalette ausgewählt werden. Die Tankfarbe spricht für sich, ist natürlich für den Tank. Die Tankverkleidung natürlich auch und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette. Alles andere wiederholt sich bei jedem einzelnen von denen, deswegen gehe ich das nur einmal durch und ja, eine schöne Sache. Die nächste neue Mod heißt Case IH 7150 Rise Version. Dieser kommt von Holz FS, Downloadgröße 22,68 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hier dieses ganze Paket. Einmal den Drescher an sich, ist natürlich dieser hier, hat eine Leistung von 449 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 950 Liter, 166 Liter DEF, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Korntank hat ein Volumen von 11.500 Litern. Das Gewicht liegt bei 23,7 Tonnen und der Preis bei 301.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen diesem Bandlaufwerk und dieser Version hier. Das ist die zweiradbetriebene Version und natürlich dann eben diese Version. Dann gibt es ein kurzes Rohr oder ein langes Rohr. Dann gibt es hier die Möglichkeit des Auspuffs, entweder hier hinten Chrom oder Standard. Fenstertönung gibt es zwei Stufen, einmal diese. Diese und zurück. Reverse Whistle, das ist das Zeichen beim Rückwärtsfahren. Das ist dieses hier. Kann hinzugebaut werden für 10 Euro. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Schwarz und die Felgenfarbe aus dieser Farbpalette hier. Der Mietpreis in der Standardausführung liegt bei 15.376 Euro. Dann gibt es verschiedene Schneidwerke dazu. Natürlich sind die für Reis gemacht, wenn die Karte darauf vorbereitet ist. Diese Karte ist es nicht. Deswegen wird dieser auch nicht aufgeführt, Reis hier. Wir haben das Terraflex 25 Fuß für 42.500 Euro. Dann haben wir das 41 Fuß für 70.500 Euro. Dann haben wir noch das 28 Fuß für 48.000 Euro. Zusätzlich haben wir noch das Maisgebiss zum Preis von 53.000 Euro. Und dann haben wir noch das zweite Maisgebiss, das größere, mit der Arbeitsbreite von 10 Meter und dem Preis von 88.000 Euro.
Wir kommen zum Fortschritt T890 Kopplungswagen Pack. Dieser kommt von Grabfeldschmiede und Ingo 376. Downloadgröße 19,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit dem Kupplungswagen an sich und dann den drei verschiedenen möglichen Konfigurationen. Der Kopplungswagen, das ist dieser hier, wiegt 3,1 Tonne, braucht 90 PS und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Preis 5.000 Euro. Der Anschluss kann gewählt werden von Standard zu für Ecke oder zurück. Dann gibt es die Hauptfarbe in den typischen Fortschritt-Farbgebung und das ist die Farbpalette für die Felgenwahl. Dann kann hinzugebaut werden einmal eine Walzen mit dem Gewicht von 550 Kilo, braucht 15 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 2000 Euro. Davon können jeweils drei Stück angebaut werden. Als nächstes kriegen wir diese hier, das ist die Ecke. Die Ecke kann Unkraut entfernen und düngen. Zum Düngen muss das Gerät eingeschaltet werden. Das heißt, das hier kann gedüngt werden, ohne dass man Dünger braucht. Okay. Das Gewicht liegt bei 975 Kilo, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis 1000 Euro. Tafeln können hinzugebaut werden, ja oder nein. Dann gibt es noch die Saatecke, das ist dann für die, das Grubbern im Prinzip. Das ist dann diese hier mit einem Gewicht von 175 Kilo, braucht 50 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Auch hier können Tafeln hinzugebaut werden, ja oder nein. Mit diesem Teil sollte man rückwärts über drei von diesen Einheiten fahren und dann diese quasi ankoppeln und dann kann man das so transportieren. Ich habe es circa eine halbe Stunde versucht, dieses Teil rückwärts zu fahren. Ist absolut für mich unmöglich gewesen. Ich werde hier mal ein bisschen vorwärts und rückwärts fahren. Ihr könnt sehen, das ist absolut nicht, also für mich nicht möglich gewesen, dies zu tun. Weil diese Räder, die bewegen sich auch. Also das ist hier unmöglich, hier eine Fahrtrichtung quasi zu bekommen. Na, also wenn ich jetzt hier gegensteuere, es ist also sehr, sehr, sehr tricky, dies entsprechend quasi zu machen. Wenn ihr eine Lösung habt dafür, bitte gerne in die Kommentare. Ich bin froh, wenn ich etwas mehr darüber erfahren kann. Wir kommen zum Lizard Mini Chisel. Dieser kommt von David MTNZ und AM Modding. Downloadgröße 11,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Den haben wir gestern bekommen für die PC-Version mit der gebrandeten Art und hier kommt jetzt die Lizard-Version. Gewicht 1,7 Tonnen, braucht 120 PS, Arbeitsbreite 4,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und der Preis liegt bei 5000 Euro. Hier kann beim Design geändert werden von 17 Tines auf 21 Tines, was zwar die Anforderung der Leistung erhöht auf 150 PS, aber die Arbeitsbreite wird nicht erweitert. Wir kommen zur nächsten neuen Mod und zwar heißt diese platzierbare Hühnerstall kommt von MacTracker 921, Downloadgröße 4,09 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Diese Mod ist als neue Mod reingekommen, ist aber ein Update. Ich weiß, dass ich diese Mod schon mal gesehen habe und auch vorgestellt habe. Hier das kurze Änderungsprotokoll sagt nur hier Schnee zum Dach hinzugefügt. Die nächste neue Mod heißt platzierbare Solarkollektoren. Dieser kommt von MechMods, Downloadgröße 3,4 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Generatoren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das hinzubauen. Entweder die 750 Watt, dann gibt es die 750 Watt automatisch. Dann gibt es die 1500 Watt und auch die automatische Version davon. Dann gibt es noch die 3000 Watt und davon gibt es auch die automatische Version. Der Kostenpunkt zum Platzieren liegt zwischen 75.000 und 150.450 Euro. Produziert wird hier Strom und zwar Einkommen zwischen 3000 Euro pro Monat und natürlich 14.040 Euro pro Monat. Ihr habt gesehen, dass es da eine Version gibt, die automatisch ist und die andere, die ist nicht automatisch. Wir können, wenn wir hier dran stehen, können wir hier mit der linken Pfeiltaste oder Maustaste können wir die vertikale Ausrichtung quasi dann einstellen, weil die ist nicht automatisch passiert. Die horizontale Ausrichtung wird automatisch gesteuert. Das ist die vollautomatische Version hier. Da gibt es keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Bei allen anderen kann man einfach die Neigungswinkel verstellen.
Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod und die wurde schon angesprochen in der Kartentour. Und zwar heißt diese Mod Norwegisches Gebäudepaket, kommt von Ole Haldor, Downloadgröße 234,27 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod kommt mit 9 Bauernhäusern. Das ist also dieses hier. Das sind 9 verschiedene Farmhäuser, die hier gebaut werden können. Und zwar einmal geht es hier einmal durch. 250.000 für dieses, 140.000 für dieses hier, 140.000 für dieses hier. Dann gibt es das Stammnerkern-Bauernhaus für 200.000 Euro. Dann gibt es diese hier. Das sind alle die Versionen, die wir da bekommen. Des Weiteren gibt es 4 Schuppen. 2 davon mit Werkstatt-Trigger. Da sind diese Schuppen hier. Das ist einer, 2, 3 oder 4. Das ist der, glaube ich, der bei der Standardfarm dazugehört, wenn wir als neue Farmer starten. Dann gibt es verschiedene Tiergehege. Also was Kühe angeht, da gibt es 4 verschiedene Versionen, einmal 125 Kühe, einmal 80 Kühe, einmal 60 Kühe und einmal 200 Kühe. Der Preis zum Platzieren zwischen 120.000 und 300.000 Euro. Hier gibt es die Farboption, hier kann man die Farbe ändern. Das geht nicht bei allen Gebäuden, wenn ich das hier richtig sehe, also bei dem geht es nicht und bei dem auch nicht. Des Weiteren haben wir bei den Schafen natürlich auch noch 2 Versionen, das ist diese hier oder diese hier, Kostenpunkt zwischen 150 und 180.000 Euro. Zusätzlich dazu gibt es natürlich noch den Heuboden, der ist zu finden unter Gebäude und Silos, das ist dieser hier, den haben wir gesehen. Ja, ein richtig großes Paket, das da gekommen ist von Ole Haldor. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos auf dem Kanal verpassen, dann hol dir doch dein kostenfreies Abo ab. Werde Mitglied, wenn du den Kanal unterstützen möchtest. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken, noch einmal bei Jenny. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du eine Hofkönigin bist. Das war's von mir für diese Woche. Es ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Ich habe meine Tochter das Wochenende. Es wird zum Strand gehen. Da glaube ich, der einziger Ort, wo man wirklich sich wohlfühlen kann, dann im Wasser oder am Wasser an. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Dabeisein. Ich melde mich am Montag wieder. Bis denne, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.